Während des Entwickler-Livestreams am 5. Juni 2024 gab es wieder jede Menge neue Informationen zum Microsoft Flight Simulator auf Xbox und PC. In diesem Video fasse ich wieder alle wichtigen Themen zusammen und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andy, schön, dass du da bist. Zu Beginn gab es einmal mehr ein fettes Dankeschön an die Community und ein kurzes Feedback zur Stabilität nach Sim-Update Nummer 15. Mit deutlich über 90% Stabilität der einzelnen Spielsitzungen und auch einer deutlich verbesserten Performance ist das Sim-Update Nummer 15 eines der erfolgreichsten überhaupt. Auch auf den mit dem Update zeitgleich veröffentlichten A320 Neo von Inibills ist man nochmal eingegangen. Aktuell wird diese Maschine am häufigsten verwendet. Auf Platz 3 ist der Asobo A320 Neo. Beide Maschinen sind somit sehr beliebt. Ebenfalls sehr beliebt mit positivem Feedback ist das kürzlich erschienene City Update Nummer 7 mit den europäischen Städten und auch mit dem Schuhkarton der Local Legend Nummer 16 wird gerne geflogen. Hier ein kurzer Blick auf die bis dahin aktuelle Roadmap, die sich während dieses Videos noch weiter füllen wird. Kommen wir zum ersten Frage- und Antwortblock von insgesamt 3 während des Livestreams. Die erste Frage beschäftigte sich mit dem Xbox Game Development Kit GDK und ob und wenn ja wann diese ein Update erhält. Hintergrund sind die nach wie vor immer wieder mal auftretenden Ausfälle der digitalen Displays im Cockpit auf Konsole. Als Ursache in diesem Zusammenhang wird immer wieder der begrenzte Speicher auf Konsole erwähnt. Während man am PC jederzeit auf virtuelle Laufwerke zurückgreifen kann, ist der Speicher auf Konsole limitiert und damit muss umgegangen werden. Man arbeitet mit Hochdruck nach wie vor daran. Ein Ansatz ist beispielsweise ein neues Memory-System, welches im Microsoft Flight Simulator 2024 zum Einsatz kommen wird und dann ebenfalls auch im 2020 Anwendung findet. Einen Zeitpunkt für ein neues GDK gibt es bisher nicht. Woran sich aus Performancegründen aktuell nichts ändern wird, ist die Tatsache, dass die Objekte pro Add-on auf 1000 Stück begrenzt sind. Damit beschäftigte sich der zweite Punkt. Im dritten Punkt ging es dann um den Main Thread. In diesem Zusammenhang äußerte sich Jörg Neumann auch zum Thema Multithread. Die Simulation nutzt dabei mehrere Kerne der CPU, nicht nur einen, wodurch der Microsoft Flight Simulator durchaus 30 bis 40 Threads gleichzeitig laufen lässt und viele Dinge dadurch eigenständig berechnet und verarbeitet werden. Der Main Thread ist nun derjenige, welcher darauf wartet, bis alle anderen fertig sind mit der Berechnung für jedes einzelne Bild, um es am Ende als großes Ganzes auszugeben. Ein weiterer wichtiger Punkt war das Thema Wetter. Als erstes wurde nach einem Fix für den Fehler in der Wolkendarstellung gefragt, bei dem die Wolken zu durchsichtig sind, dass man beispielsweise Sterne durchsehen kann. Hieran arbeite man, einen zeitlichen Rahmen, bis das Ganze behoben ist, wollte man jedoch nicht nennen. Dann wurde noch über das Wetterradar gesprochen und das API, die Abkürzung für Application Programming Interface. Ein Interface, welches im Zusammenhang mit dem Wetterradar dafür gebraucht wird, um Daten aus dem Flugsimulator auslesen zu können. Beispielsweise, wo befindet sich aktuell ein Gewitter? Hier gibt es Überlegungen, dieses Interface an Dritte weiterzugeben, damit auch diese auf die Daten Zugriff erhalten. Allerdings muss dies wiederum vorab mit dem Anbieter dieser Daten abgestimmt werden, damit es keine rechtlichen Probleme gibt. Als letzter Punkt wurde hier noch besprochen, nach welchen Kriterien die ATC festlegt, welche Start- und Landebahn ausgewählt wird. Denn es kommt schon immer wieder mal vor, dass die Auswahl nicht immer ideal ist. Die magische Formel, so nannte man das Ganze, nach der die richtige Start- und Landebahn berechnet wird, ist hier bei grenzwertigen Bedingungen hin und wieder fehlerhaft. Auch das Thema ist selbstverständlich bekannt und man arbeitet ständig an der Verbesserung. Eine abschließende Lösung hatte man im Livestream jetzt aber nicht. Das nächste große Thema war die Famous Flyer 9 von Aeroplane Heaven. Und in diesem Fall bekommen wir ein Paket bestehend aus einer DC-3, dem Skytrain und dem Glider von Waco, der CG-4A.
auf den Tag genau liegt am 6.6. der sogenannte D-Day 80 Jahre zurück, an dem unter der Operation Overlord die Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg startete. Anlässlich dieses Ereignisses erscheint dieses Paket. Der Erlös wird über einen gewissen Zeitraum laut Jörg einer Non-Profit-Organisation gespendet. Erhältlich ist die Famous Flyer 9 am InSim-Marktplatz für Xbox und PC. Im nächsten Frageblock wollte die Community gerne wissen, wie sich denn die User aufteilen auf die unterschiedlichen Plattformen, also am PC und auf Xbox. Die Antwort darauf ist, dass sich das Ganze sehr ausgeglichen darstellt. 50-50, eventuell 60-40 auf PC-Seite. Vom Gefühl her hätte ich gedacht, dass das noch stärker in Richtung PC geht. Im Anschluss ging man etwas länger auf das Thema Zeitzonen im Microsoft Flight Simulator ein. Die Datenbank dazu stammt noch aus den Zeiten des Flight Simulator X und scheinbar sind viele der Zeitzonen im Microsoft Flight Simulator 2020 schlichtweg falsch. An der Korrektur dessen wird mit Nachdruck gearbeitet und man möchte zum Release des Microsoft Flight Simulators 2024 die Arbeiten daran fertigstellen und dann auch dem Microsoft Flight Simulator 2020 zur Verfügung stellen. Anlässlich der anstehenden Flight Sim Expo wird es ein entsprechendes City Update 8 mit Las Vegas geben. Die Messe findet vom 21. bis 23. Juni 2024 statt, weshalb es auch zu diesem City Update nicht mehr weit ist. Der Release für das kostenlose Update ist für den 22.06.2024 geplant. Im nächsten Punkt ging man auf Fragen zum Marktplatz ein. Beispielsweise wurde die Frage gestellt, ob es möglich sei, am Marktplatz pro Entwickler und deren Anzahl an Veröffentlichungen pro Woche eine Limitierung einzubauen. Oder ob es möglich ist, bei einem bestimmten Entwickler, bei dem man einen Zusatzinhalt kauft, einen Rabatt zu erhalten, wenn man beim gleichen Entwickler einen weiteren Zusatzinhalt kauft, der darauf aufbaut. Das Ganze wird schließlich schon sehr ähnlich umgesetzt bei Usern, die Premium- oder Premium-Deluxe-Version des Microsoft Flight Simulators besitzen, denn diese Pilotinnen und Piloten erhalten beispielsweise eine Local Legend statt für 15 Euro am InSim-Marktplatz für 10 Euro. In den Antworten wurde man leider nicht sehr konkret, man habe diese Themen auf dem Schirm, ob es zur Umsetzung kommt, blieb offen. In diesem Zuge, also zum Thema Rabatte, wurde allerdings direkt eine neue Aktion angekündigt. Im Zeitraum vom 9. bis 16. Juni gibt es den sogenannten Top-Rated Aircraft Sale. Die Entwickler der 50 am besten bewerteten Flugzeuge am InSim-Marktplatz wurden angeschrieben und dazu eingeladen, diese Aktion zu unterstützen. Hierzu blende ich euch einmal hier jetzt noch zusätzlich ein, zu welchen Rahmenbedingungen das Ganze stattfindet. Diese wurden einen Tag nach dem Livestream veröffentlicht. Wenn ein Entwickler beispielsweise nicht daran teilnehmen möchte, dann rutscht auch nicht automatisch der nächstbeste Inhalt nach, sondern dann kann es gut sein, dass zu dieser Aktion nicht 50 Inhalte angeboten werden, sondern vielleicht nur 45. Eine interessante Aktion, man darf gespannt sein. Im Juli werden wir dann das City Update Nummer 9 bekommen. Dieser kostenlose Zusatzinhalt beschäftigt sich mit Städten im Nordosten der USA, beispielsweise mit Washington. Release ist der 2.7.2024. Im gleichen Zuge wird zu diesem Termin dann auch die Famous Flyer Nummer 10 von Aeroplane Heaven veröffentlicht und dabei handelt es sich um die Boeing 707-320C. Ein Blick auf die Roadmap verrät uns nun, was in den nächsten 4 Wochen passiert. Wir werden mit City Update 8 und 9 gleich 2 City Updates bekommen, außerdem die Famous Flyer Nummer 9 und 10. Begleitet wird das Ganze von interessanten Rabattaktionen, also Langeweile kommt hier sicherlich nicht auf. Hinzu kommt die Lizenz für den kostenlosen Top Gun Zusatzinhalt. Ihr erinnert euch, hier gab es bereits 2 Termine in diesem Jahr, an denen dieser Inhalt vom Marktplatz hätte verschwinden sollen, wurde bis Mitte 2025 verlängert. Und dann gab es, wie in den letzten Livestreams auch, einen kleinen Ausblick auf den Microsoft Flight Simulator 2024. Klar, einen genauen Release-Termin konnte man nicht erwarten und den gab es natürlich wieder nicht. Inhaltlich ging man jedoch auf das ein oder andere Flugzeug ein, das kommen wird. Und so wurde beispielsweise bestätigt, dass von Asobo die CL-415 kommt, genauso wie der H-125 und die C-208. Außerdem wird von Carenado die Cessna 188 kommen, sowie eine A-10 von DC Designs. Im Anschluss erwähnte man nochmal die Teilnahme an der diesjährigen Flight Sim Expo 2024 in Las Vegas vom 21. bis 23. Juni. Außerdem erwähnte man in diesem Livestream auch, dass man die Aero 2025 in Friedrichshafen besuchen wird. Am Abend des 9. Juni gibt es das Xbox Games Showcase. Auch hier kann man auf Neuigkeiten zum Microsoft Flight Simulator hoffen.
Wenn dir diese Zusammenfassung des Developer Livestreams gefallen hat, dann lasse bitte zur Unterstützung dieses Kanals ein kostenloses Abo sowie ein Däumchen nach oben da. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.